Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für Montag, den 5.12.2023. Bin ein bisschen spät dran, bin gestern schlichtweg auf der Couch eingeschlafen. Unser Leonard, er hat von Samstag auf Sonntag ja, ein bisschen mit Magen-Darm zu tun gehabt, hat uns die ganze Nacht quasi wach gehalten. Und ich bin einfach volle Möhre Sonntagabend auf der Couch eingeschlafen und tatsächlich auch erst jetzt wieder wach geworden. Zum Glück jetzt schon, bevor die ersten ans Parkett rangehen. Die Börsen haben noch nicht geöffnet. Ich hoffe, der eine oder andere verzeiht es mir. Aber das war zu anstrengend. Das Wochenende. Wir hatten auch noch Webinar reingequetscht, weil ich dachte, ach komm, das kriegst du irgendwie unter. Das war jetzt die absolute Katastrophe gewesen. Dann hat man noch, hat ein Update nicht geklappt auf dem Server. Dann war die Website noch kurz down. Konnte ich mich auch nicht richtig drum kümmern. Aber das war ein bisschen stressig jetzt am Wochenende. Und ich glaube, deswegen bin ich auch so früh eingeschlafen. Und dann auch so weggeratzt, volle Möhre, dass ich tatsächlich wirklich jetzt erst auch aufgewacht bin. Also, zur Auswahl stand für heute für den Titelbilder, der sich am Seil hochschwingt hier, so der unser Sportler, um das von gestern fortzusetzen. Oder das KI-Bild. Und ich hatte mal probiert, komm hier mit der Faust durch die Decke durch, der Börse rausschlagen. Und das hat er getan, unser DAX, wie ein Dummer haut der hier drauf, völlig überstrier, völlig voll mit irgendwelchen Amphetaminen oder was weiß ich. Also, der ist gut drauf. Meine Güte, ja. Da dachte er, der November war richtig stark. Jetzt fängt er im Dezember an, die gleiche Soße weiterzuführen. Ich ahne schon Böses. Noch haben wir keine Mails von vielen Kunden, die hier völlig daneben gehauen haben. Erfahrungsgemäß haut die Menge, aber wenn der Markt so schön steigt, haut die Menge immer dagegen. Das ist immer so. Die meisten instinktiv sich einfach so ködern lassen, dass sie immer gegen den Trend hauen, weil sie das Funktionsprinzip der Börse noch nicht so ganz durchstiegen haben, was die Trendfolge angeht, und immer denken, wenn jetzt was hochgekommen ist, dass es dann auch hochfallen oder tief fallen muss. Ne? Dann hört man auch sowas wie, habe ich gestern auch ganz oft gelesen, der hat jetzt schöne Fallhöhe, um tief fallen zu können. In der Regel passiert das aber gar nicht. Er bleibt dann irgendwo seitwärts stehen, stürzt sich vielleicht noch höher, schiebt dann wieder zur Seite, schiebt noch ein bisschen. Ja, da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, denn wir hatten hier ja unsere Fibo-Projektion auch angelegt von hier nach da. Also man muss schon sagen, das wird jetzt so die letzte Ausfahrt hier halt. Ne? Wenn der jetzt am Doppeltop ein schönes Umkehrsignal setzt, hier eine rote Tageskerze reinbuchtet. Und, oder vielleicht sogar ein bisschen höher. Wir hatten ja hier, was hat man, 5,95, 6,10, irgendwie sowas, ne? Hat man hier die Welle projiziert nach da oben als Ziel, als wir hier unten standen. Und genau, als die erste grüne Tageskerze stand, ne? Hatte ich euch das so ein bisschen gezeigt. Vorsicht, ne? Passt auf, wegen grüne Tageskerze, der kann auch hier nochmal richtig nach oben losrennen. Letzte Welle rausziehen, doch genau so war's. Und 5,95, 6,10 war da das Ziel. Da sollte das passieren. Passiert das nicht, Freunde? Guck mal, wo der nächste Pfeil hingeht halt. Ne? Also das ist noch ein ganzer Meter, den er sich dann mit neuem Kaufsignal auf neuem Allzeithoch freimachen wird. Und wie das so ist, auf neuem Allzeithoch präsentiert der Markt absolute Marktdominanz, also Stärke ohne schlechthin, und hätte grundsätzlich dann eben auch noch Platz frei, weil viele Aktien auf Allzeithoch stehen, und auf Allzeithoch gibt es in vielen Werten keinen Grund zu verkaufen halt, ne? Weil ja der Markt dann erst die nächsten Trendabschnitte aktiviert in eine nächsthöhere Richtung. Also wenn ich eine Aktie habe, die ich, sage ich mal, in so einem Rücklauf hier unten kaufe und die geht auf Allzeithoch, dann ist das ja kein Grund zu verkaufen, weil ich will die Aktie ja dann den nächsten großen Trend einfach mit begleiten. Und auch wenn die da vielleicht mal kurz irgendwie so zurückgehen kann, hält man die in der Regel durch so einen Punkt durch. Und deswegen sieht man sehr häufig, dass Ma Märkte teilweise auch einfach durch das alte Allzeithoch durchsteigen. Nun ist der DAX keine Aktie und technisch schon ein bisschen, ich will gar nicht mal sagen, komplexer. Das kann man nicht sagen. Aber ist etwas schwerfälliger. Das kann man vielleicht so sagen, ja. Und von daher wird es schon reinpassen, wenn er vielleicht am Doppeltop hier ein bisschen probiert rumzustottern und auch nochmal einknickt. Und wenn er einknickt, dann kann er schon ein paar Meter zurück. Ja. Aber was sieht man, wie könnte ich mir vorstellen, dass er durchsteigt?
Da muss ich mich sogar ein bisschen selber auf die Zunge beißen, in dem Moment, wo ich es gerade selber sage, weil am Freitag erinnert euch mal, was ich gesagt habe. Am Freitag habe ich auch gesagt, kann mir nicht vorstellen, dass der gleich an die 4,25 geht. Wir haben gesagt, die nächsten Ziele sind die 3,30, die 4,25 und dann hier oben die 5,92, das letzte Allzeithoch. Und ich habe gesagt, ich könnte mir zum Freitag vorstellen, dass der an die 3,30 läuft, 3,30, 3,60, ne? Dort, von dort dann wieder ein bisschen auf den Vortag zurückkommt und dann zur Seite schiebt. Das hat er getan, ne? Habt ihr gesehen? Das war bloß die letzten Alter, hat er wieder gedacht, komm, alter Martin, die haben sich so lustig gemacht über deine Freitagsregeln mit den vielen grünen Freitagen. Den zeigt man es nochmal richtig, hat er sich gedacht. Und dann hat er hier wirklich auf die letzten Stunden nochmal richtig oben rausgedrückt und nochmal so einen schönen langen Freitag gezeigt, wie wir es wirklich lange nicht gesehen haben. Also doch, die letzten Wochen jetzt schon gesehen haben, aber in dem schwachen Quartal hier nicht, wo sich die Leute ja so ein bisschen echauffiert darüber haben, ja, Martin, deine Freitagsrechnung, die funktioniert ja überhaupt nicht mehr, das geht ja, klappt ja gar nicht. Und jetzt zeigt er halt, warum statistisch betrachtet die Freitager dahingehend immer so stark sind halt, ne? Also haben wir jetzt hier, ich glaube wirklich im November auch jeden Freitag wieder gesehen. Also trotzdem, trotz dass er eine richtig krasse Woche hat, nochmal richtig durchdrückt. Das ist sogar auch nicht ganz normal, ne? Das ist schon eine kleine Überperformance, sieht man nicht sehr oft. Ist nun aber so. Also, was will ich eigentlich sagen? Wir reden hier recht viel, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Wir haben die 610, die 595 jetzt hier oben noch. Das alte Allzeithoch ist, das sind die Projektionsziele gewesen. Ja, verwechselt das jetzt nicht mit dem alten Allzeithoch, das liegt ein bisschen tiefer. Das letzte Allzeithoch liegt bei. Na, bin ich doof? 528? Warte, oh, mache ich keine Brille auf. Ich brauche gar keine Brille, aber. Doch. So tief, ja? Also 5,28, das sind ja 100 Punkte. 5,28 ist das Allzeithoch, das letzte. Das sind wirklich 100 Punkte nur noch, ja? Krass. Also 5,28 wäre das letzte Allzeithoch. Ab dort gilt, dass man mit diesem Doppeltop was erstellen kann. Die Projektionsziele, denkt dran, waren 5,95, 6,10. Ja, aber Allzeithoch ist 5,28. Ab dort kann er Doppeltop stellen und ab dort kann er anfangen zu reagieren, wenn er am Montag jetzt zum Beispiel auch noch per Aufwärtskipp reingedrückt wird oder hier schnell 8 Uhr, 9 Uhr da eben noch oben dran springt. Reagiert er das dann ab, macht von neue Tagestiefs, darf man insbesondere, wenn das dann eine rote Tageskerze wird, wieder ein bisschen aktiver, vielleicht sogar auf der Shortseite werden, solange wir dann da nicht mehr drüber gehen. Gehen wir da drüber, ist das nächste dann die 5,95, 6,10, ne, unsere Kante hier. Ja, und wenn er darüber geht, dann kann er wirklich schon anfangen, hier auf 717.000 zu zielen. Ja, also 16.700, 17.000, das sind dann die nächstgrößeren Anlaufstellen, die er nehmen kann. Ja, ich glaube 740 hier oder sowas, die sahen noch ganz nett aus. Ja, und das geht dann bis hoch zu 17.000 und 17.200 hier oben. Da ist dann übrigens auch unser ETF-Ziel, ne, für die Premium-Leute, die mit uns damals die ETFs gekauft haben, unten im Corona-Tief. Da hat man ja Teilverkauf gemacht. Ja, hat man dann irgendwo Teilverkauf gemacht, dann haben wir die wieder gekauft hier bei 12,5. Hat man hier irgendwo hier hinten hat man Teilverkauf gemacht, dann bei 12,5 wieder gekauft. Und dann hat man gesagt, bis 17.200 ziehen wir die. Für den nächsten Teilverkauf. Das wäre dann hier, ne, vergiss das nicht. Aber kriegt ihr von mir auch nochmal Info, ob man dann verkaufen oder nicht. Ich halte euch da auf dem Laufenden, was wir damit machen. Gut, das ist die Oberseite. Sollte zurückgucken, müsste man vielleicht mal ein bisschen tiefer reingucken in die 2-Stunden-Chart. Sollte denn dann zurücksetzen. Ja, das ist ganz schön dürftig, ja. Das ist meine Bollinger-Bänder. Kommen die noch? Kommen bestimmt noch. Sollte zurücksetzen, hätte mich auf jeden Fall schon mal ein sichtbares Gap, kombiniert mit Alpenhoch. Das sieht ganz lecker aus. Im Bereich um 260, 250. Denke, das dürfte eine erste größere Anlaufstelle werden, aber wir sind auch hier 360, 350. Also kann sich wahrscheinlich leicht merken. Ja, hätten wir von oben jetzt 360, 350, dann 260, 250. Ja, und dann hätten wir hier nochmal dieses Ausbruchsniveau von der Verkeilung, dieses Top. Das liegt dann lustigerweise bei 16, 60, 16, 5, 16.000, 60, 60. Na, sag mal, 16.050. 16.060 bis 16.050. Jetzt haben wir es. Ja, also 16.360, 16.350, 16.260, 16.250. Ja, jetzt wird es bestimmt wieder nichts. Und 16.060 bis 16.050. Das sind so die drei Stationen, die ihr im direkten, wahrscheinlich auch nach einem erfolgreichen Doppeltop schaffen kann. Ob es ein Doppeltop wird oder nicht, werden wir aber erst sehen. Da gibt es keine Glaskugel. Heißt auch nicht, dass es eins werden muss. Wie gesagt, kann auch einfach durchsteigen. Und dann wird es nochmal interessant bei der 595, 610.
Ah, die finde ich wirklich ganz nett. Und wenn aber auch die nicht hilft, dann reden wir hier wirklich über 57, 67 und dann weit bis in die 17.000, 17.200 rein als nächste Ziele, die dann tatsächlich schon vor Weihnachten noch erreichbar sind. Das ist krass, ja? Voll durchgezogen, der Junge. Und das, obwohl eigentlich ab jetzt so, ja, muss man schon so sagen, 5.12. bis 15.12. statistisch betrachtet, der Markt eigentlich die letzten Jahre eher immer schwächer war. Er hat eher immer noch mal zur Ruhe gegeben. Ich lache ja, wenn der uns jetzt hier ein, zwei Wochen einfach seitwärts unterm Top stehen bleibt, das wäre der absolute DAX, die absolute DAX-Super-Performance, zur Seite steht, damit er dann an einem Stück nach oben voll durchschieben kann. In einer Welle. Komplett bis in die ganzen K.O.s rein von den Leuten, die haben bestimmt ein bisschen über dem Top liegen. Das wäre wirklich ein Super-GAU. Hier irgendwie auf sehr hohem Niveau, wo ja eh keiner seine Shorts realisiert kriegt, weil es viel zu hoch noch ist. Irgendwo auf dem Niveau, 2 Wochen jetzt zur Seite unterm Top und dann richtig Randale durch. Aber das sind 100 Punkte. Das macht er bestimmt am Montag noch. Gut, wir gucken uns den Montag an, dann sind wir auch noch ein bisschen schlauer. Aber sind interessante Bereiche, auch tatsächlich für die, die hier wirklich beten und hoffen, dass der nochmal umkehrt, ist wohl jetzt der beste Punkt überhaupt dann bald erreicht, an dem sowas möglich ist. Ja, es ist der markanteste Punkt im Chart, neben einer 200-Tage-Linie, das letzte Allzeithoch. Ja, das sind so die zwei markantesten Punkte, die man als technischer Analyst betonen kann. Ja, hier unten die 200-Tage-Linie und das alte Hoch. Und da sind wir dann bald. Also da eine deutlichere Reaktion, wenn sie kommt, wahrscheinlich dann aus dem Bereich hier, ja? Dass aus dem Bereich sich hier nochmal einen großen Schwung nach unten holt. Der könnte sogar bis zur 200-Tage-Linie gehen. Und mal gucken wir uns dann genau an, wie das aussieht. Erstmal muss er jetzt hier zeigen, wie will er damit umgehen, wie stellt er sich raus, drüber und so weiter und so fort. Und dann sind wir schlauer. Und gucken wir uns morgen nochmal an. Tendenz bleibt hier weiter aufwärts. Ja, noch gibt es ja nicht viel Grund zu shorten. Wäre für mich auch erst interessant, wenn hier eine rote Taxikerze kommt. Solange die nicht kommt und der hier einfach durchframst, na, dann immer weiter long, 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 long. Intraday suchen, solange wie er es noch anbietet. Das geht ja relativ einfach. Und ja, man muss bloß offen für alles sein und sich hier nicht in irgendwelche alte Positionen verlieben. Und dann nur noch für die traden und nur noch für die denken. Aber wie gesagt, ich kann ein bisschen Hoffnung geben für die, die hier völlig in den Seilen hängen. Das ist nochmal ein schöner Bereich, an dem eingedreht werden kann. Aber er muss es auch erst tun. Der Markt muss das auch annehmen. Nimmt er das nicht an, da ist auch deutlich mehr da noch möglich. Gut, ich mache hier aus, wünsche euch viel Erfolg. Montag, dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.